verdammt nochmal. So, jetzt pass auf, hier eine Vis-à-vis-Frage. Eure Meinung? Beim letzten Album sind ja beide Top 10 gestartet. Schafft ihr das neue Album jetzt auch so? Digga, wenn nicht, muss Jobcenter, was soll ich dir sagen? Jobcenter, Callcenter, streiten wir uns nicht mit Konsonanten, ne? Hauptsache Arbeit. Ja, wir sind aber nicht Madame Tussauds, um das jetzt hier so vorher zu sagen. Aber würde ich ja ganz andere Sachen vorher sagen. Okay, pass auf, aber du, also jeder würde doch immer sagen, mein neues Album ist auf jeden Fall das beste Album, was ich jemals gemacht habe. Das ist wirklich das Beste. Wo weißt du das, was ich gesagt habe? Wo wusstest du das? Naja, weil ich auch schon mal kein Album die beste gemacht Sendung, habe. Jede Sendung ist die beste, Sendung. Das hier ist die beste Sendung, die ich jemals gemacht habe. Das ist die beste du bist Sendung. Der beste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Ever. Eva, wann kommt die denn? Auf jeden Fall geht das Ding durch die Decke. Definitiv. Hast du mal reingehört? Ich habe Hackmack jetzt gehört. Und, stimmt. Gutes Lied. Das Video mega geiles Lied, mega geiles Video. Aber wenn du jetzt zum Interpreten sagst, mega geiles Video, heißt du, ja, die Musik ist scheiße, das Video ist gut. Nee, du musst ja, also ich finde, man kann zum Beispiel auch bei Videos sehen, ob sich etwas entwickelt oder nicht, weil nämlich andere Leute zu den Leuten andere Ideen haben und sagen, hey, lass mal das und das machen, ja, geil, hab ich Bock drauf. Es ist einfach optisch, verändert sich das auch. Und das, für mich ist es so wichtig wie die Mucke auch. Und du sagst ja, oder ihr sagt ja im Nachhinein, ja, finden wir gut oder finden wir nicht gut. Das heißt, es spiegelt ja auch etwas wider, was ihr denkt und was ihr wollt. Korrekt, eigentlich habe ich gar nichts damit zu tun. Aber ja, richtig, ich weiß, ich wollte ja nur Honig aufs Maul schmieren. Also, das ist ja alles auf deinen Mist gewachsen. Das hast du super gemacht, ganz alleine. Meinst du mein Album? Ja. Was redet ihr? Keine Ahnung. Ich war gerade abwesend. So. Ich habe mal kurz einen Gedanken. So. Also, gibt es denn sowas, wo, also mit was rechnet ihr? Digga, wir rechnen mit konstanten Albumverkäufen, wie gewohnt. Wir haben ein super Management. Unser Manager war nicht der Chef, der Kiffende bei der Versicherung. Ja, die Woche wird hart. Wir rechnen auf jeden Fall mit Hörern. Aber unser Schwanni ist härter. So, da. Ja, Mann! Fortuna! Danke. Das war der schönste Moment des ganzen Jahres. Wir hören an dieser Stelle auf. Hey, mein Dank, danke. Mega Interview, danke. Alles klar, tschüss, aus, Feierabend. Es kann nicht mehr besser werden, danke. Danke. Wir sind jetzt im Zenit, jetzt kannst du noch schlechter werden, gell? Ich weiß nicht, was du da gibt's viele Marokks, ne? Sau viele Marokks. Magst du Marokkaner? Also, ich liebe Marokkaner. Ich liebe vor allem, also ich meine, ich weiß nicht, wie ihr zusammenhängt oder so, ob ihr da überhaupt jemanden kennt von zum Beispiel Neuer Westen. Wahrscheinlich nein. Nicht, ne? Ja. Was Neuer Westen? Neuer Westen, Medienhafen. Nee, das ist ganz schlimm, ich entehre einmal, ich kenne mich aus in Düsseldorf. Also, wenn ich das jetzt erkläre oder so, dann sagen die, Schätze, warum erklärst du das? Du musst das nicht erklären. Oh, ja, okay, so, jetzt so, muss, erklär mal bitte. Nee, kann ich nicht. Marokko hat mit Marokko zu tun? Ja. Zuschauer. Ich bin Marokko, ich will wissen, was abgeht. Nee, dann muss ich dir wahrscheinlich sagen, ey, google es einfach, das sind auch Hip-Hopper, nicht der Neue Westen. Und die sind sehr wichtig. Gott, das müssen wir alles rausschneiden, wenn die das sehen. Die, hassen mich auf den Tod. Was? Warum erklärst du das? Du musst das nicht erklären. Das erklärt sich von alleine. Bist du bescheuert oder was? Krass, krass. Du musst das nicht erklären. Ja, der hat mich aber gefragt. Dann erklär dem das nicht. Erklär dem das, wenn die Kamera aus ist. Ja. Düsseldorf, Marokks. Ja, der ganze Blog ist voll. Geil. Das gehört mir dazu. Das ist aber schön, auch so, ne? Ja. Wie findest du Marokks? Wie ich die finde, manchmal mache ich die Tür auf und dann steht da einer. So, also, ja, jetzt habe ich dich gefunden. Da bist du ja. Ja, komm noch mit. Ich habe da drüben ein Restaurant. Jetzt machst du mich fertig, oder? Okay. Hurlach, du machst ihn fertig. Okay, das ist der Fuß-Daikiri. Hä? Das ist dieser Fuß-Daikiri. Ja, genau. Genau. Hornhaut-Daikiri heißt der. Also Fußpilz am Zahnfleisch. Ja, das ist schlimm. Ah, das ist schlimm, ey. Ich hatte das in den 90ern. Ich hab das nur durch Wie fandest du die 90er? Ja, wie gesagt, eigentlich so wie Marokkaner. Ich mach die Tür auf und dann waren sie da. Das ist schon ganz komisch. Also macht man, geht mal raus und dann, hör krass, die 90er. Wo, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Ja, wir waren da hinten mit den Marokkanern irgendwie. So finde ich die 90er. Wie findest du denn die 90er? Du wächst ja auf dünnem Eis, mein Freund. Warum? Wegen Marokkanern und den 90ern? Ja. Rouletten haben wir alle getragen, als sie entwickelt wurden. Das war in so einem Laboratorium. Ja, das war so ein Laboratorium. Wo war denn in Tokio das Ding? Nein, Mann, jetzt übertreibst du. Da in Darmstadt bei der ESA. Okay.